Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Out of This World Radio Show Volume 1 Bundle von Genetik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Out of This World Radio Show Volume 1 von Genetik. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Es ist ein schwarzer Plastikbeutel. So sieht das Ganze aus. Also rundum in schwarz gehalten. Und hier oben haben wir dann, wie bei so einem FSK-Hinweis, wie bei so einem Warnlogo, einmal OTW Warning stehen. Maybe illegal in your stellar sector. Dann haben wir unten noch einen Barcode und rechts Masters from Mars stehen. Die Beteiligten und outofthisworld.com, die Internetadresse und ein M. Das hat damit zu tun, dass in diesem Bundle auch ein Stück Merchandise drin ist, ein Kleidungsstück, und dieses konnte man entsprechend der Größe nach auswählen. Es ist das 8. Album von Genetik. Ursprünglich, am Anfang war es ja nur als, hier haben wir es, Out of This World betitelt, aber mit der Zeit ist dann noch dieses Radio Show Volume 1 dazugekommen und ansonsten ist das hier komplett in schwarz. Hier noch in grün entsprechend zugeklebt, dieser Beutel. Das werden wir mal aufmachen. Das Bundle heute am 29. November erschienen. Dann schauen wir mal, das, oder vielleicht kann man es auch einfach abziehen. Ja, ist irgendwie nicht so einfach. Nein, ich glaube, wir müssen es leider durchschneiden. So. Ich würde natürlich diesen Beutel gerne so wenig beschädigen wie möglich. Aber es ist echt nicht leicht und ich möchte auch jetzt nicht hier so unnötig viel Zeit damit verbrauchen. So, hier haben wir den Bundleinhalt. Ups, da ist noch was drin. Auch von innen in schwarz, dieser Beutel. Dann packen wir den mal zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also, wir haben hier einmal den Hoodie, ein Duftbäumchen und das Album, das hier in so einer DVD-Hülle kommt. Jawohl, das Ganze ist noch eingeschweißt. Nein, ist es gar nicht. Hat sich jetzt so angefühlt. Okay, ist nur ganz normal hier die Folie an der Seite, aber hier ist das Ganze offen. Okay, also, wir lesen hier wieder Radio Show Volume 1 Genetik Out of This World. Dann haben wir hier so eine grüne Pflanze, die hier scheinbar zum Leben erwacht ist. Und zwei Herrschaften, der eine mit Waffe, der andere dürfte hier gerade einen drehen. Also das werden dann wohl Caruso und Sick sein. Hier haben wir wieder diesen Warnhinweis, OTW Warning, maybe illegal in your stellar sector. Und dann haben wir hier noch die Logos von Out of This World. So sieht das von der Seite aus, also echt im Design wie eine klassische DVD. Hier haben wir dann auch nochmal das Logo in Rot, also sieht so aus wie so ein FSK 18 Film. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Erinnert mich auf den ersten Blick sehr stark an Rick und Morty bzw. an Futurama. Hier oben haben wir dann am Straßenschild auch nochmal den Albumtitel, beziehungsweise nein, hier steht Welcome to Out of This World, Home of Good Music. So, dann haben wir unten wieder rechts einen Barcode, bedeutet, ja, wobei, created by OTW Jobs You Sui. Ich glaube, das gibt es wirklich nur in dem Bundle. Also wenn man das Ganze regulär kaufen möchte, kommt man an dem Bundle nicht vorbei, sondern man kann das wirklich nur in Kombination mit dem Bundle kaufen. Und das so im Laden gibt es meines Wissens nicht. So, wir schauen uns das Ganze an. Wir haben hier die Tracklist, 12 Stück an der Zahl. Die Features sind Young Raider, Manuelsen, DCV, DNS, Tiavo, die auch bei Out of This World unter Vertrag stehen, und ein Feature von Kid, also ehemals Sierra Kid. Dann schauen wir mal hinein. So, hier kommen uns noch zusätzliche Inhalte entgegen. Wir haben hier zwei Sticker und dann ein Poster. Aber zuerst schauen wir uns das Album an. Die Album-CD sieht so aus. Hier wieder Caruso und Sick, einer am Schießen und einer am Rauchen. So sieht die CD aus.
und von innen alles in grün. So, dann kommen wir zu einem weiteren Inhalt, zu dem Poster. Ich hätte jetzt nur ehrlich gesagt noch ein Booklet gerne dabei gehabt, aber scheinbar finden wir hier keines vor. Das finde ich etwas schade. Also, wir haben hier das Cover nochmal im Hochformat. Also hier oben lesen wir dann wieder Radio Show Volume 1 Genetik Out of This World. Dann haben wir hier wieder die zwei Jungs mit dieser Pflanze. OTW Warning. Das Ganze ist einseitig bedruckt, also die Rückseite ist weiß und das Ganze kommt im Hochformat. So, dann packen wir das mal wieder zusammen. Es war relativ spannend gefalten, denn wir haben hier oben so einen kleinen Abschnitt noch abgetrennt, abgefalten. Dürfte anders sonst nicht reingepasst haben. Ja, sehen wir schon auf den ersten Blick. Okay. Dann haben wir Sticker, zwei Stück an der Zahl. Und zwar sind die beiden quadratisch. Einmal hier, sieht so aus, als würden sie hier gerade essen. Also ich glaube, das ist auch das Cover von der ersten Auskopplung, also von der Auskopplung Chop Suey. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Out of This World. So sieht das aus. Also beide Sticker quadratisch. Ein Duftbäumchen ist dabei. Das Ganze hier in Hanfblattoptik. Hier unten wieder Name von der Band bzw. ja von dem Duo und dann von dem Label bzw. dem Albumtitel. Und was lesen wir hier? Lufterfrischer. Der Lufterfrischer, den Lufterfrischer frei aufhängen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen und allen Oberflächen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gut, nachdem ich mit den letzten Duft-Erfrischern, die es in diversen Boxen und Bundles schon gab, negative Erfahrungen gemacht habe, weil ich die immer komplett rausgerissen habe und mich dann gewundert habe, warum das so intensiv riecht, werde ich hier nur mal so ein kleines Stück einschneiden und dann hier mal dran schnuppern. Okay, also riecht ähnlich intensiv wie die letzten, die ich so in der Hand hatte. Es ist, ich glaube, irgendwas in die Richtung Apfel, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn ihr es genauer wisst, ich glaube, damals auf Amazon wurde es geschrieben, was das genau für eine Duftnote ist. Aber rein vom ersten Schnuppern hätte ich jetzt irgendwas gesagt in die Richtung Apfel. Gut, dieser Dufterfrischer, perfekt fürs Auto, für den Rückspiegel oder natürlich auch für zu Hause. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch einen Hoodie. Und diesem Hoodie ist auch, wir erinnern uns, das hier geschuldet, M. Und zwar gab es diesen Hoodie in der Größe S, in der Größe M, L und XL. Das konnte man sich natürlich frei auswählen. Und ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. So, der fällt auch ziemlich groß aus, wenn ich das jetzt so sehe. Also, wir haben hier den Hoodie in Schwarz. Hier unten natürlich die Bauchtasche mit links und rechts jeweils dem Eingriff. Dann haben wir hier unten den Bund, ebenso an den Ärmeln, so sieht das aus. Und oben auf der Brust, auf der linken Brust in dem Fall, haben wir dann hier wieder den Schriftzug Genetik Out of This World. Die Kapuze kommt hier mit zwei schwarzen Bändeln, die sind hier mit seinem Metallring verstärkt. Von innen die Kapuze ganz regulär in Schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einmal einen riesen Backprint, und zwar das Cover des Albums. Jawohl, also das sieht echt gelungen aus. Ansonsten hier nichts weiter, aber das ist echt riesengroß und beansprucht so ziemlich den ganzen Rücken, die gesamte Fläche für sich. Und wir haben es bei diesem Hoodie zu tun. Ja, wie soll das anders sein? Mit OTW, also Out of This World, in der Größe M. Und dann schauen wir noch mal kurz unten rein, ob wir, jawohl, einen Zettel vorfinden. So, was lesen wir hier? Wir lesen hier einmal textiles Vertrauen. Okay, also geprüft auf Schadstoffe, Ökotextil, sehr schön. Und das Ganze ist vom Material her, hier haben wir es, 80% Baumwolle und 20% Polyester. Und
Hier lesen wir noch Fundamental Apparel Manchester United Kingdom. Und ansonsten kann ich hier kein genaues Herkunftsland ausmachen. Ja gut, United Kingdom. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie, den wir jetzt nochmal kurz zusammenzulegen versuchen. So, also der Hoodie, wie gesagt, Größe frei wählbar von S bis XL, gab's da alles. Dann haben wir hier dieses Duftbäumchen in der Hanfblattoptik. Die beiden Sticker, jeweils quadratisch. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album Out of This World Radio Show Volume 1. Und das Ganze kommt in diesem DVD-Case. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Out of This World Radio Show Volume 1 von Genetik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Genetik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.